Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich danke für die Einladung, hierher zu kommen. Ich befasse mich als Bundessprecher der Freien Jugend der Verfolgten des Naziregimes in den letzten 10 Jahren besonders mit einem Projekt, um kenntlich zu machen die Verbrechen der Wirtschaft von 1933 bis 1945. Wir sind der Meinung, dass es nicht nur die Stolpersteine für die Opfer geben darf, soll, sondern dass es auch die Mahntafeln vor den Orten der Täter geben muss. Und da ist natürlich Rheinmetall ein besonderer Ort, der gekennzeichnet werden muss und der auch heute, wie ich gehört habe, an vielen Orten, wo er präsent ist, gekennzeichnet wird und gegeißelt wird. Und Anklage wird erhoben gegen ihn. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. So ist die Todesfuge von Paul Celan überschrieben. Er ehrt die vergasten und verbrannten Opfer des Holocaust, die ihr Grab in den Wolken fanden. Aber auch der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Im März 1848, ich gehe mal so weit zurück, hat die Soldateska mit bleiernen Kugeln die Demokraten vor dem Berliner Schloss erschossen. Mit jeder weiteren preußischen oder deutschen Militäraktion wurde deutlich, dass es für die Menschheit besser gewesen wäre. Es hätte in den 170 Jahren seitdem nie eine deutsche bewaffnete Macht gegeben. Auf Blut und Eisen beruht das Reich. Millionen Tote im Ersten Weltkrieg, ein Vielfaches an Morden und Millionen und noch viel Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. Und seit 130 Jahren hat der Meister des Todes auch den Namen Rheinmetall. Die Waffen und die Munition für fürchterliche Kriege kamen auch von Rheinmetall und im besonderen Maße. Aus der Geschichte der Waffenfabriken, auch dieses Konzerns, ist eigentlich nur ein Lichtblick zu erkennen, als im August 1918 die Arbeiter der Waffenfabriken aus Berlin, hier in Berlin, die Arbeit niederlegten und zum Sturz der Monarchie beitrugen und zum Ende des Krieges. Aber bald ging es wieder los. Noch während der Novemberkämpfe von 1918 wurden aus der Kasse von Borsig Rheinmetall Millionenbeträge für eine antibolschewistische Liga bereitgestellt, die damit die Freikorps finanzierte, die damit zum Mörder an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurde und an Hunderten und Tausenden Menschen, die für Frieden und Demokratie gestritten haben. Im Herbst 1926 war Borsig Rheinmetall dann wieder dabei, als Putschpläne gegen die Demokratie geschmiedet wurden. Als der Konzern 1933 in Konkurs ging, da war das kein Glücksfall für die Demokratie, sondern nur für die Nazis. Sie retteten Rheinmetall. Der staatliche Einfluss durch Institutionen der Wehrmacht und die Eingliederung von Rheinmetall Borsig in das Staatsunternehmen Reichswerke Hermann Göring nahm ständig zu. Bald war das Unternehmen vollständig verstaatlicht und in die planmäßige Kriegsvorbereitung und Kriegsführung integriert, auf das die Waffenproduktion wie geschmiert lief. Diese Eingliederung bei Göring lief bei Friedrich Flick und anderen Industriellen, die Hitler um ihrer Profite willen an die Macht gebracht hatten, zunächst Unwillen hervor. Unwillen über, wie sie sagten, Sozialisierung. Später gaben sie diesen Unwillen als eine Art Widerstand aus. Doch Hermann Göring antwortete ihnen: Wartet ab,
ihr bekommt schon noch euren Anteil. Und so schritten den Blitzkriegern die Konzernvertreter hinterher, als es gen Osten ging und auch als es nach Frankreich und in die anderen Länder, die von britischen Blitzkriegern besetzt wurden, ging. Um Stahlwerke und andere Betriebe zu arisieren und zu rauben und 15 Millionen Zwangsarbeiter ins Reich zu holen, auf das sie als Sklaven unter anderem für Rheinmetall arbeiteten. Viele wurden durch Arbeit vernichtet. Allein die Reichswerke Hermann Göring versklavten 300.000 sogenannte Ostarbeiter. Viele tausend Sklaven schufteten an anderen Rheinmetall-Standorten. Liebe Freundinnen und Freunde, heute ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus. Viele Jahre wurde dieser Tag offiziell nicht gewürdigt in unserem Land. Der 8. Mai 1945 ist und bleibt für Antifaschisten in allen Teilen der Welt das Morgenrot der Menschheitsgeschichte, wie es Peter Gingold, unser Freund und Vorkämpfer, formulierte. An vielen Orten der Welt wird dieser Tag gewürdigt und würdig begangen. Die Erinnerung an die Opfer der faschistischen Barbarei und die Kämpfer gegen den Faschismus ist für uns alle ein bleibendes Anliegen. Heute verschandelt der Rüstungskonzern Rheinmetall den 8. Mai. Ausgerechnet heute führt er seine Hauptversammlung durch, hier an diesem Ort gegenüber. Gegenüber der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, aber auch passend gegenüber dem Verteidigungsministerium. Kriegsministerium. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland und zu keiner Scham fähig. Ausgerechnet heute sitzen die Aktionäre zusammen und sie feilschen um ihre Dividende, um ihr Blutgeld, herausgeholt durch die Opfer so vieler Menschen, die in Frieden leben wollten und in erneuten deutschen Kriegen sterben. Als Bundespräsident Karl Friedrich von Weizsäcker im Jahre 1985 endlich und erstmals das erlösende Wort sprach, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung sei. Da setzte er hinzu, es sei aber kein Tag der Feiern. Sicher war es jedoch ein Tag der Freude für Millionen Menschen, die befreit wurden und denen die Kriegslast genommen wurde. Es war kein Tag der Freude für die Menschenschinder und Nazis, aber auch durchaus kein Tag der Trauer für die großen Industriellen. Obwohl für kurze Zeit inhaftiert, brachte ein hoher IG Farbenmann zum Ausdruck, die Kriegsverbrecherprozesse hätten einen Bogen um die Verurteilung der deutschen Industrie und Banken gemacht. Und das freue ihn. Die wenigen Unternehmer, die angeklagt waren, kamen bald wieder frei. Die Flick, Krupp und Thyssen bekamen ihre Fabriken zurück. Für Rheinmetall ging es ab 1956 mit der Gründung der Bundeswehr wieder los. Aus der Verstaatlichung befreit, konnten die Aktionäre wieder auf dicke Profite aus ihrem Blutgeschäft hoffen. Heute hat der Konzern einen Umsatz von 5,6 Milliarden. Und wenn das Hochrüstungsprogramm der Großen Koalition und die Rüstung verdoppelt wird, dann beginnen noch goldenere Zeiten für die Meister des Todes bei Rheinmetall. Wenn ich sagte, dass der 8. Mai für die großen Unternehmen durchaus kein Tag war, welcher den Beginn einer Abrechnung mit ihren Verbrechen darstellte, so verweise ich auch auf bedeutende Wirtschaftshistoriker wie Ulrich Herbert aus der Bundesrepublik und Dietrich Eichholz aus der DDR. Thomas Kuczynski hat ausgerechnet, dass 50 Milliarden Euro
an nachzuzahlenden Lohn vorenthalten worden. Es wurden nur 2,5 Milliarden herausgetan, die zumeist die Unternehmen noch von der Steuer absetzen konnten. Das war die Situation. Und die Situation kam nur dadurch zustande, dass die USA damit drohten, den deutschen Konzernen den Markt in Europa, in USA zu nehmen, wenn sie nicht die Zwangsarbeiter entschädigen. Die hatten den Einfall zu sagen, Deutschland habe einen Marktvorteil gehabt, als es Zwangsarbeiter einsetzte. Und das ist auch eine richtige Einschätzung. Bei der Befreiung 1945 beschworen die überlebenden Häftlinge des KZ Buchenwald: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Er schließt mit dem Satz: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Dass sie vor den Richtern der Völker stehen, das ist den Herren der Rüstungskonzerne wie Rheinmetall bisher erspart geblieben. Wir brauchen daher keine Hauptversammlung wie jene hier. Wir brauchen eine große Anklage gegen sie, damit im Interesse der Millionen Opfer Recht gesprochen wird. Und der Urteilsspruch kann nur lauten: Schuldig. Den Schuldigen muss das Handwerk gelegt werden. Ein für alle Mal. Ich möchte noch an einen 8. Mai-Gedanken kurz anknüpfen. Heute vor 69 Jahren haben die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats ihre Arbeit am Grundgesetz. Mein Gedanke, den ich am Ende sagen wollte: Das Grundgesetz von 1949 entsprach noch dem Potsdamer Abkommen. Und das Potsdamer Abkommen hat die Entmilitarisierung Deutschlands für alle Zeiten beschlossen. Und im Grundgesetz ist dem Rechnung getragen worden. Aber bald wurde schon die Bundeswehr geschaffen. Wir brauchen ein Grundgesetz, so wie es 1949 beschlossen wird. Ein Grundgesetz der vollkommenen antimilitaristischen Verfassungsprinzipien. Ich danke euch. Lieber Ulrich, vielen, vielen Dank für deine Rede. Wir wissen, die VVN, seitdem es die Friedensbewegung gibt, immer an unserer Seite.